Ich beobachte dich, komm. Ich beobachte dich. Hallo. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Ich bin nicht aufgedreht. Hallo. Matrose möchte kämpfen. Drei Pokémon. Ein Seepär. Wir bleiben bei unserer Taktik mit Paras und dann wechseln wir jetzt Tauboga ein. Sollten vielleicht mal ein paar Tränke verwenden, damit es unseren kleinen süßen Pokémon ganz gut geht. Oh, vorsichtig. Töte unser Tauboga nicht, das wäre ganz schlecht. Einmal über die Hälfte. Und noch ein Windstoß hinterher. Boom! Stirb, Seepan, stirb. Oh, 17 KP nur noch. Das ist, wir müssen je nach dem Kampf definitiv mal ein bisschen ein paar Tränke anwenden. Weil das fällt mir gerade ein bisschen hakelig jetzt gerade. Nicht kämpfen. Wir wechseln auf Nidoran. Ich will nicht, dass mir irgendjemand wegstirbt. Sonst müssen wir wirklich rausgehen und wieder rein. Danke. Dass du nicht zu viel Schaden machst. Body Slam. Und Seepa ist paralysiert zusätzlich. Das ist sehr gut. Das ist eine schöne Nebenfähigkeit. Dass man dann gleichzeitig paralysiert werden kann. Volltreffer. Schön gemacht. Und Level 16 für Paras. Ich kann gerne mal wieder eine neue Attacke dazu lernen. Pokémon wechseln. Nein. Egal. Egal, egal, egal. Voll Attacke. Rollattack ist wirklich gut. Die macht unfassbar viel Schaden. Die macht gut Schaden. Hätte ich gar nicht so erwartet. Weil es ja doch die erste Attacke war, die Nidoran hatte. 301 Erfahrungspunkte, Level 23 für Nidorino. Und er versucht Energiefokus zu lernen, aber. Nein. Richtig. Energiefokus nicht lernen. Sondern einfach weitermachen. Oh nein, verloren. Hallo. Und ein Äther. Item, Trank. Den aktivieren wir gerne auf Tauboga. Dann noch ein Trank auf Tauboga. Und einen Trank auf Nidorino. Sehr gut, das sieht schon wieder wesentlich besser aus. Alle im grünen Bereich. Und wir in der nächsten Tür. Hallo. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Das habe ich schon festgestellt, Kumpel. Keine Sorge, das habe ich schon festgestellt. Matrose möchte kämpfen mit zwei Pokémon. Eins davon ist ein Tentara. Wie du setzt mit einem blöden Tentara-Wickel ein, dann kann ich für nichts garantieren hier mehr. Säure, okay. Das ist auch so eine Attacke, die es heute gar nicht mehr gibt, kann das sein? Säure? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das in irgendeinem der neueren Pokémon-Teile jemals gesehen habe. Oh, fast. Nochmal Säure hinterher. Und ein Windstoß. Sehr schön, gut gemacht, Tauboga. Gutes Tauboga, sehr gutes Tauboga. Ein Sterndo. Möchte natürlich erstmal das Pokémon wechseln, denn Paras braucht Erfahrungspunkte. Einmal nicht kämpfen. Das ist mir immer noch zu riskant, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich das Paras kämpfen lassen würde, das wäre mir immer noch viel zu riskant. Tackle von Sterndo sollte nicht so viel Schaden machen, genau. Und einmal eine Hornattacke hinten ran. Noch ein Tackle und ein Body Slam. Beendet das Ganze hier. Sehr schön. Gut gemacht. 204 Erfahrungspunkte. Der Matrose Wort besiegt. Das war eine Reifeleistung. Und wir erhalten sein Item. TM44. Wir schauen sie mal an. TM44 ist... Erholung. Nee. Möchte ich jetzt gerade nicht mitnehmen. Erholung ist nicht so meins. Zwei Trainer. Und ich mein Item dafür. Egal.
Warte doch mal, lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Was? Du besitzt nur Wasser-Pokémon? Achso, du bist ein Angler. Angler möchte kämpfen. Tentara. Jetzt kommst du mir ernsthaft mit Tentara an. Na gut. Na gut, okay. Kriegen wir alles hin. Tauboga macht das. Tauboga regelt. Nein. Ernsthaft. Wicke. Hör auf zu wickeln, bitte. Hör auf zu wickeln. Hör einfach auf zu wickeln. Es kann sich noch ewig so weiter hinziehen, aber wir haben Glück. Es hört dann doch irgendwann auf. Komm schon. Nein. 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 Einfach nein. Oh Mann. Ich hasse Tentara. Tentoxa genauso. Es macht genau denselben Müll. Tschüss. Stirb. 189 Erfahrungspunkte. Stern, du kommst. Wir bringen erstmal wieder Paras. Komm zurück! Tauboga. Level 17. Okay. Wir nähern uns langsam an. Wir nähern uns langsam wirklich den anderen Pokémon an. Die sind meistens zu Level 17. Minimum. Von daher. Es wird. Hornattacke. Der Schaden gefällt mir. Der macht mir wirklich. Oh, Volltreffer. Body Slam, komm, haus weg. Danke. Achso, er hätte noch eins. Okay. Ja, Pokémon wechseln. Auf Paras. Und jetzt wieder der Wechsel auf diesmal Schillock. Komm, die kleine Schillerlocke kann auch mal wieder ran. Tackle. Oh, das hier ist jetzt nicht gerade so relativ viel. Wir machen einfach Blubber, beziehungsweise Blubstrahl. Ist zwar nicht effektiv, aber der Schaden kann sich dennoch sehen lassen, würde ich mal sagen. Das war auf jeden Fall die Hälfte. Und jetzt war es fast das Ende von Muschel. Das wollte ich gar nicht. Egal. Aber wie gesagt, auf Wiedersehen. Wir freuen uns des Lebens. Level 17 für unser Paras. Immer noch keine neue Attacke. Paras ist sehr anspruchsvoll. Der ist mir entwischt. Boah, ich möchte jetzt fast kommen. Gegen den kämpfen wir noch, dann gehen wir jetzt zurück ins Pokémon Center. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los geht's. Kiel holen, na. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss, Kumpel, dann lasse ich mich darauf ein. Matrose möchte kämpfen mit einem Pokémon, Macholo. Es ist doch eigentlich ein gefundenes Fressen für unser Schillock. Was zwar von den KP her auch nicht mehr so gut aussieht, aber da müssen wir jetzt durch. Aua, das gibt Schaden. Das gibt gut Schaden. Blubstrahl, komm. Das wird nicht reichen. Knapp nicht reichen. Ende zwingt. Fußkick könnte Schillocks Ende. Ja. Verdammt. Okay. Tauboga. Dann bring du es zu Ende. Mit dem gezielten Rückzugieb. Sehr schön. Volltreffer. 187 Erfahrungspunkte. Matrose ist besiegt. Und wir. Von einem Kind besiegt. Ja. Von einem Kind besiegt, mein Freund, von einem Kind besiegt. Ach, wir sind schon am Ende dieses Ganges. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den Weg oben, den wir lang gehen können. Und das werden wir jetzt gleich dann machen, wenn wir aus dem Pokémon Center zurückkehren. Ich denke mal, da werden wir auch nur noch weitere Kabinen finden. Und weitere Gegner. Aber das soll ja nichts Falsches sein. Denn Training zahlt sich schließlich aus. Wir müssen trainieren, denn die Trainer werden nicht schwächer, sondern immer stärker. Wie man das hier so merkt. Pokémon Center. Hallo! Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit.
heilen. Oh, du. So, dann wollen wir mal schauen. Ich wollte mal gucken jetzt gerade, wer der nächste Gegner eigentlich ist. Ach so, der gute Major Bob. So wird unser nächster Arena-Leiter heißen. Der wird hier in der Stadt sein. Aber aktuell können wir da noch nicht hin, denn wir brauchen noch die VM01. Ist es, glaube ich. VM01 Zerschneider, mit der wir kleine Büsche zerschneiden können. Denn uns steht da so ein winzig kleiner Busch, über den wir nicht drübersteigen können im Weg. Ja, aber okay. Ist okay. Ist überhaupt. Ja, ich habe das Ticket. Lass mich durch. Ich bin hier gerade schon mal lang gegangen. Willkommen. Ich weiß, dass ich willkommen bin. Auf Wiedersehen. Lass mich hier lang. Lass mich alle gehen. Ich will da lang. Komm ich durch? Lass mich durch. Durch da. Ich bin Arzt. Hallo. Hallo. Na? Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Ach so. Wer befindet sich hier? Hallo, noch so ein Opa. Hallo. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Ah, das ist das gute Relaxo. Das werden wir auch noch begegnen. Ja. Schön, ich dachte, er sagt jetzt noch was. Aber okay, wir gehen weiter. Hallo? Na, wenn ich das schon sehe. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Wahrscheinlich ein Carpador. Angler möchte kämpfen mit seinen drei Pokémon. Goldini. Ein Goldini. Level 17. Komm, wir versuchen es mal. Wir kratzen mal. Aua. Aua! Das tat weh. Hör auf damit. Und dafür machen wir solchen Schaden. Warum trainiere ich Paras überhaupt? Hat das einen Sinn? Ich würde es wahrscheinlich am Ende eh nur für Zerschneider gebrauchen. Ach nein. Kampf und Rückzugkick. Routenschlag, ja gut. Das soll mich alles nicht stören. Das sind zwei Attacken, wo ich mir so denke, ja. Okay. Stört mich jetzt eher weniger. Windstoß und dann hat sich das erledigt mit Goldini. 199 Erfahrungspunkte. Level 24, sehr schön. Das ist super. Ten. Tracher. Paras. Bitte. Und nein, nicht kämpfen. Und nicht kämpfen. Bloß nicht kämpfen. Das wäre ganz fatal. Das würde Paras definitiv nicht überleben. Superschall, nicht verwirrt sein. Bitte nicht verwirrt sein. Oh Gott. Bitte. Ach, danke. Ja, fast. Superschall schlug fehl, weil wir schon verwirrt sind. Oder auch nicht mehr. Sehr gut. Tauboga. Auf dich ist echt Verlass. Das ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Angler Goldini. Wir bringen Nidorino, würde ich sagen. Soll er auch mal kämpfen? Muss er auch seine Erfahrung sammeln? Auch wenn es wirklich gut ist. Macht auch eine super Leistung, fast. Und wieder ein Giftstachel hinterher. Und auf Wiedersehen, Goldini. 403 Erfahrungspunkte. Sehr cool. Okay, das war's für mich. Tschüss. Tschüss. Jetzt nur noch du, Opa. Im Wettstreit mit der Jugend bleibe ich jung. Das ist schön für dich. Jung bleiben ist immer gut. Pikachu. Stimmt, an den erinnere ich mich sogar. Ich wusste, dass hier irgendein Typ ein Pikachu hat. Dass du das bist, wusste ich eher weniger, aber er hat eins. Und zwar kein so schlechtes. Level 23. Also der haut jetzt mal richtig raus. Ruckzucki. Okay, Schaden, mit dem ich noch leben kann. Heuler. Ja, kann ich auch noch mitleben. Ohrattacke. Kann ich mit dem Schaden leben? Ja, kann ich leben. Das Level 23 und Pikachu, damit kann ich leben, definitiv.
Hochbahnattacke. Sehr schön. Und eine Hochbahnattacke soll es doch sein. Donnerschock. Oh, okay. Wir sind noch nicht bei der Hälfte angelangt. Von daher alles gut, alles super. Pikachu Musik, 201 Erfahrungspunkte für Paras, Level 18 jetzt. Und auch für Nidorino. Gentleman wurde besiegt und wir kriegen das Item. Ah, da fühlt man sich gleich jünger. Ja, ja, schön für dich. Du kannst gerne deine Items tragen. Nein. Okay, Leute. Wir müssen aussortieren. Das bleibt, das bleibt. Das sind die TM, die wir nicht brauchen. Die würde ich sagen, ab in den Müll. Die will ich nicht. Das war die TM von Rocco, glaube ich. Ein Top-Ether. Gut. Eher später hilfsam. Aber jetzt gerade eher weh.